So, dann kämen wir zu was anderem und zwar Virgin stellt sein Hyperloop jetzt endgültig ein. Also Hyperloop ist jetzt dann quasi, ist fast wie X. Ja, tot, Ja, oder? fast genau. Aber was war, aber welcher Hyperloop war das Der war jetzt? der vom War das Virgin. der Elon, Na, das war der das vom vom Elon Virgin. Murks Na, na, oder vom das Branson? war das vom Branson, das Ding. Aha, okay. Was ich ziemlich cool finde, dass das so viel Risikokapital erst einmal eingesammelt worden, keine Ahnung, wie viel, hunderte Millionen Dollar. Und selbst der größte Investor gibt momentan gar keine Auskunft, was mit dem Projekt gerade los ist. Was eigentlich witzig ist, um das Geld hätte man wahnsinnig viel normale Schnellzugverbindungen bauen können. Ist ja langweilig, oder? Es scheint wirklich so langweilig zu sein, ja. Also, ich finde ich lustig, dass, wenn man sowas macht, kriegt man das Geld. Aber wenn du sagst, du willst eine Hochgeschwindigkeitszugstrecke bauen, na, das ist unmöglich, das geht nicht. Ja, aber ein normaler Schnellzug, den kann man nicht Hyper nennen und auch nicht Loop Obwohl, nennen. Und du dann kannst ihn fällt natürlich Hyper-Superschnellzug mit Loop nennen. mit Looping. Sogar mit einem Looping, ja. Ja, ist witzig. Also finde ich spannend. Ja, ich finde das echt ein bisschen. Erstens einmal finde ich es extrem fragwürdig, wie viel Geld da eingebuttert worden ist. Und dann finde ich es jetzt noch ein bisschen fragwürdiger, dass man das jetzt eigentlich von einem aufs andere obdraht. Ja, klar, weil es nicht geht. Was, warum soll es nicht gehen? Du wirst das Ding niederbauen. Warum soll ich das nicht da bauen Das können? Gibt es da ja, irgendwo, das ist das Problem. gibt es so Regeln der Physik, Ja, die das dagegen Problem sprechen? ist, das Ding muss ja ein kontinuierliches Vakuum haben. Ah, das, Und ja, jetzt hast du ein das. Rohr, das heißt, das diffundiert da ja immer raus. Das ist unmöglich, dass du da ein Vakuum auf Dauer aufrechterhalten kannst. Also das Ding ist einfach in sich, also ich verstehe leider das auch nicht. In Japan schaffen sie es, einen Hochgeschwindigkeitszug zu bauen, der super schnell ist, der sich an alle Regeln der Physik haltet und der funktioniert. Ja. Dann denke ich mal, ja, okay, ist vielleicht gar nicht so blöd, wenn man das einfach übernehmen würde. Ja. Stimmt. So, wird, ja gut, ich weiß schon, das geht bei einem gewissen Herrn Musk geht das nicht, das wäre zu normal. Ja. Und ja, und das ist halt schon, mittlerweile sollte man auch wissen, alles, was der sozusagen ankündigt, wird eher meistens ein Griff ins Klo. Ja. Aber ja. Ja, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem Hyperloop und dem Murks Hyperloop? Das sind, glaube ich, beide Murks. Ja, aber was ist mit dem Musk sein? Der Musk hat selber ja nie einen gebaut, oder? Nee, was ist mit denen in Kalifornien? Das Da ist gibt es ja kein. eine Teststrecke, oder? Nein, glaube ich nicht. Also, das ist ja nie gebaut worden. Also, ich glaube, Virgin und wo wollten sie irgendwo im arabischen Raum wollten sie was bauen? Ja, genau, deswegen war ja der größte Investor war ja aus Dubai wahrscheinlich oder irgendwo Saudi-Arabien da oder halt, was weiß ja. ich. Oder keine Ahnung wo. Also, was ich weiß, hat's. Der Musk doch nicht was gebaut, oder? Na. Also würden wir jetzt. Also, was ich weiß, nicht. Also da gibt es einen Wikipedia-Artikel und da gibt es Hyperloop und das ist von Musk. Ja, und wo steht der? Weißt du, theoretisch ja, so 5 Meter Teststrecke, okay, aber. Es hat ja da immer so Wettbewerbe gegeben, wo sie so unterschiedlich versucht haben, Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen. Das war Ja. ja irgend so eine vorgefertigte Teststrecke. Genau, ja. Aber ich weiß nicht mal, wo die mehr steht. Kalifornien.
in Hawthorne, Kalifornien. Das so 2019. Mein Gott, nein. Also da. Das SpaceX Hyperloop Test Track. Aha. Ja, aber das ist nicht einmal unter der Erde. War nicht die Idee, das sowas in Las Vegas auch noch zu bauen? Natürlich, die wollten damit ganz Amerika, glaube ich, verbinden. Ich glaube, da müssen wir recherchieren und bringen in der nächsten Folge vielleicht ein kurzes Update dazu, weil ich bin Na, jetzt gerade ein bisschen überfragt, weil eigentlich war ich immer der Meinung, das Hyperloop-Dings ist ja also machen wir es ganz simpel. Das Ding ist einfach, das wird nie funktionieren. vielleicht reichte ein nahezu Vakuum aus. Nein, aber es ist ja selbst dann, das ist so ein Irrsinn im Vergleich zu einfach die Varianten, was es gäbe. Na, eh. Also deshalb, das ist in sich einfach wieder irgendein Hirngespinst von, ja, Superreichen ja, Weltverbesserer. genau, Ja. Weltverbesserer, genau, unter Anführungszeichen. Ja.